Yeah, Leute, willkommen zurück zu Resident Evil Zero in der HD Remastered Version. Ja, es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir nähern uns jetzt tatsächlich dem sogenannten Grande Finale. Wie viel kann ich eigentlich tragen? Moment mal. Wir haben ja jetzt normale Granaten drinnen, das heißt, die können wir gleich mal direkt kombinieren. Ja, ich gehe mal davon aus, dass jetzt das Grande Finale ist. Hoppala. Ja, egal. Die Napalm können wir nämlich gleich mal vermischen mit dem Granatwerfer. Das ist nämlich das Geile, von den Granaten kann man nie genug drinnen haben, glaube ich. Da laden wir gleich mal nach. Achso, das ist schon vollgeladen. Ja, prinzipiell bräuchten wir gar nicht mehr so viel. Also, die Heilung nehme ich noch mit, ganz klar. Aber theoretisch bräuchten wir gar nicht mehr so viel. Moment. Achso, das ist schon vollgeladen. Ja gut, sie hat jetzt noch Säure. Deswegen würde ich sagen, wir tauschen das jetzt mal aus gegen die Säure. Nee, den Platz brauchen wir. Hoppala, da habe ich mich jetzt vertan. Und ich weiß nämlich gerade nicht, ob wir jetzt erste Hilfe Sprays benötigen. Aber mit Billy nehme ich jetzt auf alle Fälle eins mit, weil er ist auch schon etwas angeschlagen. Sprich, ja, ihr seht es ja eh selber, er hat... Farbband. Moment, ich schaue gerade. Nee, ich brauche nie so viel. Also, ganz ehrlich, ich neige eher dazu, dass ich sage... Scheiß drauf. Ich neige dazu, dass ich sage, scheiß drauf. Passt. Ach, da ist ja auch noch... Moment. Ja, das verwenden wir gleich mal. Dann haben wir hier weniger... Nicht kombinieren... Er kann das noch nicht einmal kombinieren. Normalerweise müsste er dastehen, ist nicht möglich. Sehr gut. Dann ab in den Gulag. What? It's the Queen! The self-destruct system has been activated. All personnel evacuate immediately. Repeat. Who activated the self-destruct system? Come on, can't this thing move any faster? Oh fuck, Leute. Ja, ich baller da jetzt einfach voll drauf. Ja, machen wir mit dem Magnum auch, würde ich sagen. Follow me. You work on the windows. Got it. I'll use my charm to distract your majesty. Okay, Tor Bedienungsanleitung. Gehen Sie wie folgt vor, um den Heliport im Notfall zu öffnen. Sperre lösen. Die vier Sperrmechanismen im Raum sind in folgender Reihenfolge zu aktivieren. Erstens Südwestseite, zweitens Nordwestseite, drittens Südostseite, oh Mann, viertens Westseite. Drehen Sie zum Öffnen des Tors die einzelnen Kurbeln. Oh, 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 oh. Boah, ich bin in sowas extrem schlecht, ganz ehrlich. Und wir müssen einfach nur mehr oder weniger... darauf achten, dass Rebecca hier geschützt wird und wir müssen sie weglocken. Also, die Queen. Das ist übrigens die Queen, ja. Falls jemand fragt, das ist die Queen. Ja, kommst du nochmal? Queenie, ja, wir müssen sie ja weglocken. Also, jawohl. Geschafft. Rebecca hat das erste schon mal gemacht. So.
Boah, ja, solange sie nicht Rebecca trifft, ist es mir egal. Rebecca muss in diesem Fall überleben. Das ist das Wichtigste. Ja. Jawohl. Lady, du... Achso, sie rennt eher automatisch hin. Ja, das ist schon mal was, ne? Sehr gut. Moment. Achso, wir haben hier noch 4 Schuss. Ja, das ist tatsächlich eine... Was? Rebecca? Wo ist denn Rebecca hin? Alter Schwede. Achso, Rebecca, die denn zwei... Ja, das sieht man so schlecht. Rebecca? Ja, kommst du her? Nein. Lass Rebecca in Ruhe, du Bastardvieh, ey. Ich glaube, wir kommen mit der Munition locker aus. Und wahrscheinlich auch mit der Heilung. Jawohl. Ja, ich renne Rebecca deswegen nach, weil ich ein bisschen schauen muss. Nein, nein, nein. Ich gehe trotzdem darauf. Ja, warum auch nicht? Ach, und sie ist einfach darüber? Alles klar. Ach! Super! Und jetzt, Rebecca? Du sollst zu mir schauen, Queenie. Ja. Ja. Okay, ich bin auf Warnung. Egal, wir halten das noch aus, Leute. Ganz ehrlich. Wir halten das noch locker aus. Sehr gut. Rebecca, du schaffst es. Ja, eigentlich ist das Ballern hier total für den Arsch, ganz ehrlich. Wenn man es jetzt genau nimmt, ist das jetzt total für den Arsch, ganz ehrlich. Nochmal. Nochmal. Ja. Das war jetzt alles, was wir noch hatten von der Magnum her. Und jetzt noch ein bisschen Granate. Hey, that must be the old mansion that Enrico was talking about. Hmm? I guess it's time to say goodbye. Officially. Lieutenant Billy Cohen is dead. Yeah, I'm just a zombie now.
Tja, Leute, das war mein Let's Play zu Resident Evil Zero HD. Man kann sagen, was man will, es ist wirklich ein gutes Spiel, aber ich bin jetzt nicht so der Riesenfan davon, einfach weil es so viel unnötige Sachen gibt, die es in den anderen Resident Evil Teilen Gott sei Dank nicht so häufig gibt. Und ich finde es ehrlich gesagt auch schade, dass Billy nicht mehr vorkommt. Ich meine, er ist nicht mein Lieblingscharakter, aber wenn man sich jetzt die ganze Resident Evil Chronologie so ansieht, kann man schon sagen, es gibt viele andere Charaktere, die auch unnötig sind, aber trotzdem nochmal vorkommen. Ja, er ist jetzt offiziell als tot erklärt, das heißt, theoretisch hätte Rebecca in ihrer Position ihn jetzt festnehmen müssen, aber natürlich tut sie das nicht. Die beiden sind jetzt, nennen wir es mal, Freunde geworden. Und ja, die Villa, die wir übrigens jetzt gesehen haben, das war tatsächlich die Villa für den ersten Teil, der natürlich jetzt im Anschluss an dieses Let's Play kommt. Ja, was soll ich sagen, Leute? Resident Evil Zero, ein irrsinnig gutes Spiel, nicht mein Favorit, stimmt schon. Dass ich das mit dem Koffer vergeigt habe, tut mir irrsinnig leid, das habe ich wirklich vergessen. Und dass ich es leider jetzt doch auf leicht durchspielen musste, tut mir auch nochmal leid. Aber ihr habt es ja gesehen bei der Fledermaus, es war mir einfach zu schwer. Ich sag's ehrlich, wie es ist. Aber ich denke mal, Hauptsache ich habe euch unterhalten. Ja, was sage ich sonst zu dem Spiel? Wie gesagt, gab es damals, glaube ich, für 10 Euro mit der HD-Version von Resident Evil 1 Remake. Kann man nichts sagen. Gibt's ja mittlerweile auch auf Xbox, auf PlayStation. Keine Ahnung, also ich hätte lieber auf der PlayStation gespielt, sage ich ehrlich, wie es ist, aber ich habe momentan, wie gesagt, keine Möglichkeit, das aufzunehmen. Deswegen nehme ich halt die PC-Version. Ist grafisch eigentlich eh das Bessere, nur der Controller pisst mich halt an, weil er halt so laut ist im Vergleich zum PlayStation-Controller, finde ich jetzt persönlich. Ja, die beiden haben gut zusammengearbeitet, auch wenn es in den letzten Parts ein bisschen schwierig wurde, weil ich wirklich viel vergessen hatte. Es ist Resident Evil, Leute. Resident Evil ist meine Welt. Mit diesem Spiel bin ich mehr oder weniger groß geworden und ich will da jetzt auch nicht zu sehr, wie nennt man denn das, aus den Nähkästchen plaudern. Ja, ich hoffe, euch im Übrigen hat es auch gefallen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat. Ein Daumen hoch wäre natürlich auch nicht schlecht. Ich bin gespannt, ob wir jetzt irgendwas freigeschaltet haben. Ja, ich könnte jetzt rein theoretisch die Credits abbrechen, aber ich denke, wir haben erst 13 Minuten, da ist das nicht so schlimm. Oder vielleicht 14. Wie gesagt, ich habe zwischendurch mal in mein altes Let's Play reingeguckt, weil ich wollte jetzt nicht direkt googeln. Und ich habe mir gedacht, wow, wenn ich mir jetzt die ganz alte Aufnahme ansehe, das war ja mein erstes Let's Play auf diesem Kanal, ich habe noch schneller gesprochen als jetzt, teilweise sehr undeutlich. Ich versuche das ja wirklich jetzt besser zu machen. Und ich freue mich irrsinnig. Und die HD-Remaster-Versionen waren sowieso schon lange fällig, weil, sind wir ehrlich, bei dem alten Let's Play habe ich nicht geschnitten. Ich habe die Tonspur teilweise schlampig gemacht, also ich habe alles ein bisschen anders gehabt. Das hat sich ja in den letzten Jahren deutlich verbessert, finde ich zumindest. Ich finde es nur schade, dass sie jetzt in der Cutscene Rebeccas Lederoutfit nicht gezeigt haben. Aber ich glaube, das Dogtag von Billy, das sie jetzt trägt, sieht man im Remake nicht. Ich werde darauf achten, wenn ich dann Chris aufnehme. Wie gesagt, es wird zuerst Chris kommen und dann Jill, weil Chris etwas, ich sage jetzt mal, anstrengender ist. Diejenigen, die das Remake kennen oder generell Resident Evil 1 kennen, die werden das schon wissen. Obwohl ich dazu sagen muss, es ist jetzt vom Umfang her nicht viel anders. Es gibt halt dezente Unterschiede. Und falls jetzt jemand fragt, ja, ich habe ja damals Resident Evil 1 für die PlayStation 1 durchgespielt, nur von Jill. Ja, da werde ich die Chris-Version auch noch spielen. Wie gesagt, jetzt im Moment geht's leider auf der Konsole nicht. Das werde ich aber sobald es geht machen. Wir haben eh noch den ganzen Frühling und den ganzen Sommer vor uns. Ja, wir sehen die ganzen Mitwirkenden, nenne ich es jetzt einfach mal. Und der Kampf gegen die Queen. Ich meine, dass sie jetzt am Ende noch eine Magnum gefunden hat. Man kann darüber streiten, aber ich finde es persönlich ein bisschen dumm, weil, ja, sie wurde ja letztendlich eh durch die Sonnenstrahlen zerstört. Das wurde aber, glaube ich, nie genannt, oder? Dass man unbedingt die Sonne benutzen sollte. Egal. All Capcom Staff. Achso, jetzt kann man erst die... Shinji Mikami ist ja der sogenannte Urvater von Resident Evil, hat sich ja leider Gottes vor mehr als 10 Jahren eigentlich so gesehen selbstständig gemacht bzw. verabschiedet. Der war ja dann für The Evil Within zuständig. War auch ein irrsinnig geiles Spiel, habe ich auch gemacht. Da bin ich auch am Überlegen, ob ich den zweiten Teil mal mache. Den gibt es ja auch bei Steam relativ günstig. Ich glaube, 10, der kostet ja auch nur noch 10 Euro. Ja. Ja, ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, was ich sagen soll. Ich bin einerseits erleichtert, andererseits denke ich mir, ja, ich habe mich bei vielen Stellen blöd angestellt
Trotzdem sind es 20 Parts, glaube ich, geworden. Koji Oda. Ja, die ganzen Japaner, die haben ja irrsinnig geile Namen, ne? Capcom. Schauen wir mal. Sie können jetzt Leech Hunter spielen. Okay, wir haben 3 Auszeichnungen bekommen, beziehungsweise 3 Errungenschaften. Mhm. Sie können jetzt den Wesker-Modus spielen. Ja, ich weiß, was der Wesker-Modus ist, aber das interessiert mich jetzt eher weniger. Ja, Ja, wir haben wirklich nicht mehr gespeichert. Insgesamt 3 Mal für Anfänger. Also, ja, das passt eigentlich, würde ich jetzt sagen. Wir haben jetzt die Spielzeit gar nicht berücksichtigt. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt gespielt haben. Insgesamt wird das nochmal gezeigt. Capcom? Nee, tatsächlich nicht, Leute. Ja, deswegen würde ich an dieser Stelle sagen, danke nochmal fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst mir eventuell ein Like und einen Kommentar oder zumindest eines der beiden. Und wir sehen uns dann hoffentlich zum nächsten Let's Play. Resident Evil Remake HD oder was auch immer für eins. Ich bedanke mich nochmal bei euch, euer Devil Deluxe. Macht's gut, Leute.